Berlin im Frühjahr 2010. In ein ehemaliges Postdepot hat die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften geladen, als Kulisse für eine ganz besondere Diskussionsveranstaltung, den AKTEC Roundtable. Den Vorsitz hat wie im Vorjahr AKTEC-Vizepräsident Bernd Pischitzrieder. Und als Moderator begrüßt die rund 40 Diskussionsteilnehmer ein bekanntes Gesicht des deutschen Fernsehjournalismus. Willkommen hier in Berlin zum zweiten Roundtable von AKTEC. Thema in diesem Jahr ist Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Roundtable heißt zunächst mal ganz wörtlich der runde Tisch, an dem Spitzen der Wirtschaft sitzen, Spitzenwissenschaftler, Publizisten und in völliger Vertraulichkeit eine Diskussion führen darüber, wohin sich unsere Wirtschaft entwickeln soll. Das Thema Wertschöpfung und Beschäftigung ist derzeit in aller Munde. Nicht erst seit der Finanzkrise wird in Deutschland wieder verstärkt darüber diskutiert und nachgedacht, ob Wachstum und Beschäftigung wirklich untrennbar miteinander verbunden sind. Folgt auf Wachstum immer auch mehr Wohlstand? Kann sich die Welt auf Dauer überhaupt noch Wachstum leisten? Die Kernfrage, die sich da stellt, was für ein Wachstum wollen wir denn? Und mir ist der Begriff zu abstrakt. Wachstum um jeden Preis, Fragezeichen, gegen die Natur und gegen die Menschen. Oder Wachstum insbesondere in Feldern neuer Technologien zum Schutz auch der Natur. Sollte sich Deutschland nun vom Wachstum verabschieden? Dies mag keiner der Diskussionsteilnehmer so unterschreiben. Gefordert wird vielmehr eine zeitgemäße Interpretation, die qualitatives, nachhaltiges Wachstum in den Mittelpunkt rückt. Die wirkliche Frage ist, wie ist Wachstum global so zu steuern, dass es nicht zu asynchronen Prozessen kommt und Ungleichzeitigkeiten? Egal, ob wir reden über Mobilität, ob wir über Elektromobilität reden, ob wir über Energiegewinnung oder Energieversorgung reden, auch übrigens der dritten Weltländer, alles geht doch davon aus, von technologischen Entwicklungen, die in der Vergangenheit geschehen sind und die heute genutzt werden. Es ist keiner von uns in der Lage zu sagen, welche Technologiesprünge uns in die Lage versetzen werden, hier zwar Wachstum zu generieren auf der einen Seite für eine Volkswirtschaft, aber zum Beispiel im nachhaltigen Sinne, was die Energieversorgung angeht. Ich bin überzeugt von der Automobilindustrie bis zum Maschinenbau. Die deutsche Industrie hat hier etwas zu bieten, auch in Richtung qualitatives Wachstum. Eine Exklusivstudie des Medienforschungsinstituts Media Tenor hat untersucht, wie die Medien in Deutschland das Zusammenspiel von Wachstum, Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovation beurteilen. Beim Roundtable wurde die Studie erstmals vorgestellt. Wir wissen aus der Medienforschung, dass das, was die Menschen lesen und was sie abends im Fernsehen sehen, dass das sie in ihrem Handeln beeinflusst. Die Studienbefunde in den Medien, die in Deutschland das Meinungsklima bestimmen, lassen sich positiv und negativ deuten. Positiv ist, dass Deutschlands Leitmedien sehr wohlwollend über Forschung und Entwicklung berichten. Das gilt gleichermaßen für die Printmedien, aber auch für Fernsehen und Radio. Immer dann, wenn in den deutschen Medien über Forschung und Entwicklung berichtet wird, ist es positiv. Das Problem ist nur, im Jahr 2009 gerade mal mit 0,5% aller Informationen sind sie auf Forschung und Entwicklung eingegangen. Das hilft natürlich nicht, den echten Stellenwert von Forschung und Entwicklung für Unternehmen und letztlich für die Gesellschaft zu verstehen. Der Zusammenhang zwischen Arbeitsplätzen, Wachstum, Wohlstand sowie Forschung und Entwicklung ist in den Medien kaum präsent. Frappierend ist auch, dass in der Reihenfolge der Wachstumsfaktoren die Medien vor allem an die Gestaltungskraft des Staates glauben. Faktoren wie Innovation oder Produktivität, Ausbildung und Qualifikation spielen kaum eine Rolle. Nur wenige Branchen können dem etwas wirkungsvoll entgegensetzen, so die Studie. Wenn die Menschen von Forschung und Entwicklung etwas hören, dann im Zusammenhang mit Chemie, mit Pharma, mit IT. Aber die anderen Bereiche, Maschinenbau, Anlagenbau, andere Branchen schaffen es bisher noch nicht, ihre Forschung und Entwicklungstätigkeiten so darzustellen, dass die Journalisten damit etwas anfangen können. Viele Stunden Diskussion, Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft lassen sich in wenigen Minuten nur anreißen. So wie auch ein Roundtable im Idealfall vor allem Impulse geben kann zu einer zeitgemäßen Wachstumsdefinition und guten Perspektiven für Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Und am Ende wird AKTEC die Kernthesen herausarbeiten. Es wird wahrscheinlich eine Denkschrift münden,
die hoffentlich für viele auch eine Handlungsanleitung ist.